Wie schmeichelhaft. Aber weißt du, ich glaube, am Ende würde mir einfach sowohl der Pathos als auch der Idealismus für so einen Beruf fehlen. Ich weiß doch, wie die feinen Hüter dort oben über Söldner wie mich reden. Ich könnte 30 Jungfrauen vor einem wild gewordenen Myraden retten. Am Ende würde es heißen, ich habe es getan, um die Frauen ins Bett zu bekommen. Egal, was ich tue, für sie tue ich es aus niederen Motiven, weil ich ja ein käuflicher Halunke bin. Die Bedrohung ist real. Streite es ab, so viel du willst. Aber tief in dir spürst du das genauso sehr wie ich. Selbst wenn das so wäre, ein Feldherr interessiert sich für Fakten, nicht für Gefühle. Diesen Fehler hast du schon einmal gemacht, Thealor, damals in Kyra. Und wir Natara, alle wissen... die Mission findet statt. Es tut mir leid. Du hast Besuch. Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Naja. Irgendwann nun, das, muss man sich halt einfach damit das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Also noch einmal im Klartext. Es wird gefährlich. Das muss euch bewusst sein. Verwegen, verwegen. Aber schön, wie ihr wollt. Dann wird es von mir zuteil, den ersten Wegelosen in der Geschichte des Ordens zum Hüter zu erheben. Welche Ehre. Meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester, sie lebten noch, wisst ihr? Und ich stand da und ich konnte nichts tun, versteht ihr? Nichts! Und es ist egal, wie ich es drehe und wende. Es läuft auf eines hinaus. Wisst ihr, Dunva gehörte zu der Sorte Mensch, die versucht, ihre Unsicherheit durch prahlerisches Gehabe zu übertünchen. In Wahrheit war er nämlich der Letzte seines Adelsgeschlechts und der Glaube an den Pfad und seine Bestimmung als Hüter war alles, was er noch hatte. Und wer weiß, vielleicht wäre er mit der richtigen Führung dem Orden eine große Hilfe gewesen. Aber ich schätze, Meister Batars Offenbarung war einfach zu viel für ihn. Es ist hart gesagt zu bekommen, dass alles, wofür man gelebt hat, eine Lüge gewesen sein soll.